Theater im Generellen brauchen schon so etwas wie Leidenschaft, weil es schafft auch genug Leiden. Also speziell jetzt in den Anfangsjahren, man hat es ja nicht ganz einfach. Und um das Ganze auszuhalten, braucht man eben auch diese Passion, die einem auf dem Weg irgendwie die Energie und die Kraft gibt, dass man da durchkommt. Ich glaube, die fünfte ist auch in unserer Zeit so wahnsinnig aktuell. Ich meine, diese Werke sind höchstwahrscheinlich immer aktuell, aber sie sind auch jetzt für uns so aktuell, weil es im ersten Satz so eine Bedrohung darstellt, die von außen kommt, die nichts mit einer persönlichen Tragödie zu tun hat. Es bricht das Schicksal, oder es bricht die Krise, was ja auch ein Wort ist, das wir die ganze Zeit hören. Es bricht sie einfach herein, ohne dass wir vorbereitet sind. Es ist ba-ba-ba-bam. Was ist das für mich? Was ist das für unsere Zeit? Ersetzt uns das Ideal vor, wie es sein kann, dass ein lebendiger Humanismus uns zusammenführen kann und alle Krisen dann überwindet. Und ob das dann wirklich möglich ist, ob es nicht eigentlich trotzdem eine Utopie ist, das müssen ja wir in unserem Leben jetzt entscheiden. Aber wir können in der Kunst dieses großartige Kunststück vollbringen, dass wir den Leuten das Ideal nicht nur zeigen, was sich Beethoven gedacht hat, sondern es ihnen wirklich spüren lassen. Und wenn diese Leute, wenn das Publikum dann spürt, das ist eine wunderschöne Idee, ich glaube, dann kann man etwas verändern. Und das ist die einzige Daseinsberechtigung, die wir als Künstler haben. Die Leute so zu berühren und ihre Herzen zu öffnen, dass sie verändert aus dem Konzert rausgehen und etwas von diesem himmlischen Reich, von dieser Utopie, auch Gesellschaftsutopie bei Beethoven, mitnehmen und vielleicht auch umsetzen. Und das ist dieses große Thema der fünften, weswegen sie höchstwahrscheinlich unendlich lange aktuell sein wird. Der zweite Satz hat ganz tolle Versuche mit Ideen, Ideologien jeglicher Art, aber sie kommen eigentlich nicht wirklich wohin. Das merken wir ganz stark im dritten Satz dann auch, weil dann beginnt ja wieder diese Geisterbahn. Das ist alles irgendwie sehr unsicherer Boden wieder. Und der dritte Satz wird dann wirklich fast wie eine Geisterbahn, wie Skelettklappern in diesem Pizzicato der Streicher. Klapp, 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 klapp. Und dann kommt der absolute Todesmoment der Pauke.
Und aus diesem absoluten fahlen Selbstaufgabemoment, je nachdem, was das für einen heißt, geht dann das Licht auf und die ersten Geigen, wenn der Himmel sich auftut, marschieren die ersten Geigen dort los, im absoluten Pianissimo. Wir haben immer diese Mollterz vom S. Und dann steigt es in den Himmel und kommt im vierten Satz, entlädt sich das Ganze mit den Posaunen, die erstmalig in der Symphonie da sind. Es reicht ihm das normale Werkzeug der Symphonik nicht mehr aus. Er muss die Posaunen mit reinnehmen, weil das Thema, ja, La Liberté, ein französisches Revolutionslied, das für alle Ideale steht, das Beethoven, für die Beethoven eingestanden ist. Aber hier wird sie immanent, dieses Ideal. Und ich glaube, das ist so ein großes Thema bei Beethoven. Für mich, der ist nirgends aufgeknüpft auf einer Karrierestation. Ich möchte einfach mit Orchestern zusammenarbeiten, die auch technischen Fähigkeiten haben, das umzusetzen, was mir im Herzen brennt. Ich möchte nur das lebendig machen, was mir an Inspiration von anderer Stelle gegeben wird.